Bernes von Werde Musiker hier. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu der Videoreihe zu Lieblingsmensch. Und ich möchte dir in dieser Reihe wirklich zeigen, wie du den Song komplett spielen kannst, wie du ihn richtig cool klingen lassen kannst. Und im ersten Video haben wir uns darum gekümmert, wie das Intro funktioniert, welche Akkorde du da brauchst, wie das Zupfmuster funktioniert. Eine Easy-Version gab es auch. Also wenn das jetzt hier das erste Video sein sollte, in das du reinschaust, schau dir das erste auf jeden Fall auch an. Da gibt es wichtige Basistipps zu dem Song. Check hier unter dem i meinen kostenlosen Crashkurs aus, wirklich vollkommen kostenlos, trägst dich mit Vornamen, E-Mail-Adresse ein, bekommst grundlegende Lektionen zum Thema Gitarre nach Hause geschickt, lass mir ein Like da, sag mir, wie du das Ganze fandest in den Kommentaren und abonniere den Channel. Ich spiele dir jetzt vor, was wir hier in diesem zweiten Video von dieser Serie machen. Es dreht sich jetzt um Strophe und Refrain, da gibt es noch ein paar kleine Feinheiten und ja, schauen wir mal rein. Strophe ähnelt erstmal am Anfang sehr dem Intro. Genau gleich, dann wieder A-Moll, F6 und jetzt kommt der erste Unterschied. Also wir spielen einmal quasi nochmal das Intro, da wird dann drüber gesungen und dann geht es ja, bei dem nächsten Akkord wieder mit A-Moll los, F6. Und da haben wir jetzt die erste Veränderung bei dem G-Akkord. Da bleibt es nämlich erstmal bei G, aber wir haben einen Wechsel innerhalb des G-Akkordes. Wir sind bei A-Moll. Und sind diesmal nicht auf einem G6-Akkord, sondern auf einem G7-Akkord. Sagst du, hä, den kenne ich doch so. Auch richtig, aber das ist eben eine, ja, ich greife die Töne einfach nur an einer anderen Stelle und wir benutzen nur drei Saiten an dieser Stelle. Mittelfinger in den fünften Bund auf der D-Seite, Zeigefinger in den vierten Bund auf der G-Seite und der kleine Finger oder Ringfinger, was dir da besser passt, in den sechsten Bund auf der H-Seite. Und da ist das Zupfmuster auch ein bisschen anders. Also wir kommen von 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Auf der 3 und wechseln wir erst auf den G6 zurück. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Und dann geht es zurück zum A-Moll. Also haben wir auf der 4 und legen wir mit dem G7 los. Wieder mit dem Zupfen von G und H-Seite. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Also 3 und 4 und auf der 1 dann wieder die D-Seite zupfen mit dem Daumen. 3 und 4 und 1 und 2. Ja, dann machst du auf der 1 und wieder die G- und H-Seite und machst dann auf der 2 wieder den Percussion-Sound hier mit den Fingern, indem du auf die Seiten haust. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und... Und dann hast du auf der 2 und nochmal G- und H-Seite, also nochmal 3 und 4 und 1, sorry, 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und... Auf der 3 stoppe ich die Saiten einfach nur kurz ab, da mache ich keinen Schlag, sondern sorge einfach nur dafür, dass nichts klingt. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Und dann zupfe ich auf der 3 und auf der 3 und wieder die G- und H-Seite. Diesmal ziehe ich aber den Ringfinger zurück in den fünften Bund, um meinen G6-Akkord wieder zu spielen. Also 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und A-Moll. Also wir sind jetzt hier in der zweiten Zeile der Strophe sozusagen. Wir haben einmal A-Moll, F6, G6, A-Moll, A-Moll, F6, G6, E-Moll und dann A-Moll, F6, G7, G6, dann wieder A-Moll, F6, dann wieder G6 und wieder E-Moll.
Das ist die erste Runde der Strophe. Das wird dann komplett wiederholt so, nur dass wir ganz am Schluss auf von G6 auf A-Moll wieder wechseln. Und dann geht es in den Refrain. Also ich spiele jetzt nochmal schön langsam die komplette erste Strophe durch. 3, 4. G6, A-Moll. A-Moll, F6, G6, E-Moll. Und dann wieder A-Moll, F6, jetzt G7. A-Moll, F6, G6 und E-Moll. Und jetzt die zweite Runde der Strophe. Und wieder A-Moll. Und wieder A-Moll, G6 und E-Moll. A-Moll, F6, jetzt kommt wieder diese G7-Stelle. A-Moll, F6, G6 ins A-Moll wieder. Hallo Lieblingsmensch, Refrain. Und da ist die ganze Zeit das Gleiche am Start. Wie vorher in der Strophe. Ich sei. A-Moll, F6, G6, E-Moll. A-Moll, F6, G7. G6, A-Moll, F6, G6 und E-Moll. Dann wirst du festgestellt haben, dass du bis hierhin fast ausschließlich die gleichen Akkorde gespielt hast. Hin und wieder gibt es mal einen Unterschied, ob ein A-Moll oder ein E-Moll am Ende gespielt wird. Aber es ist vom Zupfmuster und von den Greifbewegungen sehr, sehr ähnlich alles. Wir haben diese kleine Variation mit G7, G6. Wenn du sagst, das geht da ab, viel zu schwer, breche ich mir die Finger bei, lass sie ruhig erstmal weg. Das ganze Stück funktioniert, wie gesagt, auch super mit diesen Wanderakkorden. Und so weiter, wie ich es im ersten Video gezeigt habe. Fürs Lagerfeuer oder für sonst wo. Einfach auch super, wenn du mit dem Zupfen noch nicht so weit bist. Und ich kann dir nur sagen, in der zweiten Strophe ist es wieder ganz genau wie in der ersten. Nur, dass es diesmal so ist, dass die Strophe erst ab der zweiten Hälfte mit Gitarre gespielt wird. Vorher ist da einfach nur Bass, Schlagzeug und Gesang. Und vielleicht noch ein bisschen was Elektronisches oder Klavier-, Keyboard-mäßiges. Aber das war es dann. Dann kommt wieder ein Refrain, der wieder ganz genauso geht. Hallo Lieblingsmensch, ich hab... Der kommt diesmal nur einmal insgesamt und wird nicht... Aber es ist auch wieder mit dem G7 und G6 Wechsel. Das war's dann schon. Also der erste Refrain ist doppelt so lang wie das, was ich gerade gespielt habe. N ist aber sonst absolut identisch, wie gesagt. Dann geht es an die Bridge ran und die würde ich dir gerne im nächsten Video zeigen, um hier den Rahmen jetzt auch nicht zu sprengen und weil die auch noch so ein paar Schweinereien bereithält, die gerade, wenn man die fortgeschrittene Version spielt, nicht so ganz einfach ist. Ich zeige dir da aber auch wieder eine easy Version, versprochen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und check auf jeden Fall, wenn du jetzt hier auch vielleicht Schwierigkeiten gehabt haben solltest, meinen kostenlosen Crashkurs aus. Hier unten in der Videobeschreibung findest du den Link dazu oder unter dem i hier. Kannst du draufklicken, vollkommen kostenlos. Wie gesagt, kriegst Basislektionen zum Gitarre lernen, zum Gitarre spielen nach Hause geschickt. Lass mir einen Kommentar da, wie du das Ganze hier fandest. Erzähl es weiter, erzähl allen deinen Freunden von meinem Kanal, damit die alle mit der Gitarre infiziert werden. Lass mir einen Daumen nach oben oder unten da. Abonnier den Channel. Du sollst ganz viel hier heute machen, damit du ganz schnell ganz viele Gitarren lernst. Und abonnier den Channel. Ich bin der Hannes Knechtges von Werde Musiker. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ciao!